zurück in die Steinzeit gebombt werden. Und das würde nicht zum ersten Mal passieren. Das ist schon mehrfach mit uns gemacht worden. Stopp den Krieg! Stopp den Krieg! Stopp den Krieg! Stopp den Krieg! Mit Spanien auf einmal bekommen wir einen Wahlmarathon präsentiert. Oh wei, oh wei, oh wei. Aber tatsächlich sehen wir weg, wie die NATO ihre Vorbereitungen fortführt. Quer durch unsere Dörfer rattern nach die Züge. Mit Rüstungsgütern, mit Panzern. Und jetzt gebe ich das Wort nochmal weiter. Ja, ich möchte nur sagen, was glaubt ihr denn, wie viele Griechen in Griechenland schon gerettet wurden? Das Einzige, was in Griechenland gerettet wird, sind die Banken und sind die Einlagen der Reichen bei den Banken. Also von daher, wir müssen ja wirklich, wir können ja retten, wenn wir wollen, dann müssen wir die Pakete nur richtig benennen und den Bürgern nicht einfach für dumm verkaufen. Stopp die Banken! Stopp die Banken! Und schließen Sie sich uns an. Wir demonstrieren schon seit über einem Jahr für Frieden. Wir sind keine Partei, wir sind einfach nur Menschen wie du und ich. Haben vielleicht selber Familie und Kinder und wollen einfach nicht, dass hier mit uns gemacht wird. Meine Frau von der Leyen, die mir erzählt, dass mein Sohn mit 16 an der Knarre ausgebildet werden darf, darf nicht mal kreuzweise den Buckel runterrutschen und mit der Zunge branden. Ein Herr Gauck, der mir erzählt, wir sollen uns wieder an Krieg gewöhnen. Und ein Scheinheimchen in irgendwelche Flüchtlingsheime versteckt und uns einer Sonnenschein macht. Niemand kann sagen, keiner wusste davon, dass die Flüchtlinge hierher kommen. Wir haben Zivilisationen weggebombt in Nordafrika, Libyen, Syrien, Tunesien. Und wundern uns, dass die Leute dann hierher kommen. Wir sagen, stopp die Kriege! 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 Der Mensch in der Bundesrepublik Deutschland und anderswo in der Welt ist nicht mehr als ein Stück Industrieware. Voll und ganz verwertbar. Nutzvieh sind wir. Ich bin Nutzvieh. Du bist Nutzvieh. Selbst Artikel 1 Grundgesetz wird jeden Tag in diesem Lande getroffen. Es gibt keine Menschenwürde in diesem Land. Beschäftigt euch mal mit den Themen. Kindesentzug zum Beispiel. Wenn Eltern den Kindern der Umgang verwehrt wird, ohne auch nur eine Begründung abgeliefert zu bekommen dafür. Das ist unser BRD. Hurra! Waffenexporte sind Flüchtlingsimporte. Waffenexporte sind Flüchtlingsimporte. Waffenexporte sind Flüchtlingsimporte. Waffenexporte sind Flüchtlingsimporte. Es ist so lächerlich, was da draußen erzählt wird in den Nachrichten, als ich heute von Mainz nach Berlin gefahren bin, in 5 Stunden, und ich höre die ganzen Sender, schalala, schalali, den ganzen Tag Brei und Grütze, damit die Leute nicht nachdenken. Und dann kommt in den Nachrichten, wie die Symptome bekämpft werden, wie sich jetzt jede kleine Kommune mit den wirklich armen Flüchtlingen umschlagen muss. Aber das, niemand nennt dabei die Ursachen für die Flüchtlingsströme. Niemand sagt wirklich die Wahrheit, warum wir Flüchtlinge haben. Niemand sagt, warum die Leute ihr Leben aufs Spiel setzen. Niemand sagt, dass deutsche Waffen, dass Deutschland der viertgrößte, vor Jahren noch drittgrößte letztes Jahr, Waffenexporteur ist. Dass jede Waffe, was ist das Produkt einer Waffe? Tote, Elend, Mord, Tod, das sind die Produkte von Waffenexporten. Das kommt raus, das ist das Resultat, wenn man Waffen in die Welt verkauft. Und scheinheilig kümmern wir uns dann um die armen Opfer. Scheinheilig. Darum bezahlen eigentlich nicht die ganzen Waffenexporteure die komplette Versorgung. Thank you.
noch mal Musik machen? Musik oder weiter labern? Kann man aber schlecht rufen. Also nicht allgemein Amigo-Horn, da gibt es natürlich genauso nette Leute. Aber wenn ihr Lust habt, kommt ihr alle nach Rammstein. Ich glaube, Ende des Monats, Ende nächsten Monats in Rammstein. Raus aus der NATO! Raus aus der NATO! Raus aus der NATO!